Guten Morgen, liebe Leute. Hier sind die Astro-Antwort-Impulse. Mein Name ist Anne Dillmann und es geht heute wieder um deine Tagesenergie für den 7. April 24. Und wie du siehst, habe ich das Energiebild schon ausgelegt, damit ihr auch alle schnell durchkommt mit eurem Video, denn wir haben ja auch alle einen sehr bewegten Alltag. Und jetzt schauen wir einmal auf deine Tagesenergie am 7. Wir haben hier eher eine sehr passive Energie, ein Tag, wo du nicht viel machen willst oder nicht viel machen kannst. Du hast an diesem Tag das Gefühl, in einer Situation zu sein, die du nicht ändern kannst. Wir haben ja in dieser Woche schon einiges an Energien gesehen. Wir haben die Transformation gesehen, wir haben die Herrscherin gesehen, sehr viele starke, große Bilder. Und es scheint so zu sein, dass die Tage aneinander anschließen in dieser energetischen Familie hier bei Astra Antwort Impulse. Schau dir bitte die anderen Videos auch an, das dürfte sich lohnen. Der Gehängte kann bedeuten, dass du durch diesen Stillstand, in dem du gerade bist, vielleicht aber auch nur am heutigen Tag, denn an den anderen habe ich tatsächlich keinen Stillstand von gravierender Natur gesehen. Dieser Stillstand, den du da erlebst, ist nur ein scheinbarer Stillstand, denn diese Zeit, wo es ein bisschen stagniert, ist erforderlich, damit du reflektierst und neue Pläne schmieden kannst, Kraft sammeln kannst. Und guck mal, was der hier macht, der Mann, der hängt auf dem Kopf und guckt in den Himmel. Und das bedeutet immer, der sieht Dinge, die er sonst niemals beachtet hätte. Schauen wir weiter. Erstes Tagesdrittel, hier haben wir einen Eiskönig, hier haben wir einen König der Schwerter. Kann sein, dass du, wenn du ein Mädel bist, vielleicht mit einer männlichen Person zu tun hast, die sehr im Kopf ist, die nicht viel Gefühle zulässt, die ihre Gefühle weggesperrt hat. Das muss aber nicht unbedingt ein Partner sein, das muss auch kein Wunschpartner sein, das kann auch ein großer Bruder sein, Vater oder, wenn du an dein Berufsleben denkst, auch ein Chef. Also es können viele Leute sein. Der König der Schwerter ist aber an sich nicht schlecht. Der ist auch in dieser Position nicht link oder gemein oder sonst irgendwas Böses, sondern der ist einfach nur sehr im Kopf. Ja, das ist kein Mensch, dem große Gefühle liegen. Der beurteilt nur nach Tatsachen. Guck mal das Gesicht, wie der immer überlegen ist. Was ist richtig, was ist falsch und so weiter und so fort. Vielleicht fühlst du dich aufgrund einer solchen Person an diesem Tag, an diesem 7. April, eingeschränkt oder hast das Gefühl, nicht weiterzukommen. Ja, das kann im Beruf zutreffen, das kann aber auch im partnerschaftlichen, freundschaftlichen Bereich zutreffen. Es gibt ja so Leute, an denen kommen wir irgendwie nicht vorbei oder wir sind familiär verbandelt oder Partner oder was auch immer. Wir wollen weiter, aber wir können nicht, weil wir gebunden sind. Ich rate dir, König der Schwerter ist in der Regel jemand, der auch was zu sagen hat, der etwas, nicht jemand, der dir etwas befehlen muss, sondern der auch etwas Konkretes, Anständiges, Vernünftiges zu sagen hat. Deswegen schadet es vielleicht nicht, dem König der Schwerter zuzuhören. Hier geht es um das Thema Stabilität. Das ist eine wunderbare Energie. Diese ganz kühle, rationale Energie, vielleicht bist du das auch selber, du aufgrund deiner Reflexion so auf die Fakten schaust. Weil irgendwie scheint das Thema Glück, Freude, Familie, Stabilität hier an diesem Tag für dich ein Thema zu sein. Das kann auch manchmal eine Heirat sein. Und die vier heißt immer Stabilität, ne? Vier hier oben. Und hier geht es offensichtlich bei deinen ganzen Gedanken oder bei diesem ganzen, bei diesem scheinbaren Stillstand, die Position des Gehängten, die Dinge anders zu sehen und auf deine persönliche Stabilität zu achten. Vielleicht passt dir am Arbeitsplatz irgendwas nicht und du willst kündigen, hast aber noch nichts Neues. So würde zum Beispiel dein innerer König der Schwerter dir raten, okay, lass erstmal alles, wie es ist, bis du was Neues hast. Oder, ja, der König der Schwerter, das kann auch ein Teil deiner Persönlichkeit sein, könnte dir auch raten in dieser Reflexion, okay, du hast dann
Person, Freund, Freundin oder eine Bekanntschaft. Was soll dir das bringen? Du willst heiraten, aber die andere Person will nicht heiraten. Solche Situationen meine ich. Hier geht es um das, was du dir an Stabilität in deinem Leben wünschst. Und das sollte vor allen anderen Wünschen und Meinungen immer Vorrang haben, liebe Seele. Weil sobald wir für andere zurückstecken, kommen wir aus dem Selbstwert raus, das bringt uns nichts. Hä, echt jetzt? Echt jetzt? Die Karten, die spielen heute mit mir, weil wir haben jetzt schon wieder die Königin der Sterne für die als Abendenergie für den 7. April und wir hatten die Königin der Stäbe gestern beim 6. April und die Königin der Stäbe, die ist an diesem Abend, bist du wahrscheinlich, machst du irgendwas Schönes, machst dich hübsch, findest sehr viel Anklang beim gewünschten Geschlecht. Ich gender ja hier auch, egal ob du jetzt Männlein oder Weiblein anziehen möchtest. Du hast eine verführerische Ausstrahlung. Vielleicht überlegst du dir sogar, jemanden zu verführen. Das könnte auch sein. Auf jeden Fall wirst du an diesem Abend ganz sicher auf deine Kosten kommen. Vielleicht planst du auch eine tolle Idee umzusetzen oder sowas in der Art. Also ich rate dir auf jeden Fall, wenn du Single bist, geh doch mal ein bisschen aus, amüsier dich, lass dich bewundern und ja, mach dir einfach mal eine gute Zeit. Ich möchte noch mal einmal kurz den Gehängten reflektieren. Was hängt denn da? Warum hängst du denn da? Wir haben ja eine männliche Hauptperson, also Mädels, aufgepasst. Hey, nicht so viel. Soll ich die alle nehmen? Nee. Ja, doch. Okay, das muss ja irgendwas zu sagen haben, weil ich habe hier einen Verlauf. Es scheint, es könnte sein, dass es hier um eine zwischenmenschliche Verbindung geht. Das kann natürlich, es muss nicht unbedingt immer nur die hochheilige Liebe sein. Es kann auch ein Familienmitglied sein, es kann eine andere soziale Verbindung sein, Freundschaft, Bekanntschaft. Es scheint so zu sein, dass jemand anders in der, sag ich mal, Verbindung mit dir zu wenig Brücken geschlagen hat. Du musstest immer auf neue eine Verbindung herstellen, eine Brücke schlagen, etwas überbrücken. Es kann auch sein, dass du zu oft und zu lange stets aufs Neue Einsamkeit überwinden, überbrücken musstest. Und das hat dich auch so ein bisschen in die Position des Wartens gebracht, des Gehängten, der nichts machen kann, weil sich die, ich sag mal so, es fühlt sich für mich an wie eine Gegenseite, nicht wie ein Gegenüber, ne? Gegner. Ja, so Gegenüber können ja auch manchmal Gegner sein. Es fühlt sich für mich so an, als ob du mehr getan hättest als deine Gegenseite und das hat dich in so eine Position des Stillstandes, des Ich kann nichts tun geführt, aber du hast reflektiert und deine Haltung geändert, deine Position geändert und ich finde, das passt ganz hervorragend, denn ich glaube nämlich, dass du jetzt, dass das deine Energie ist, König der Schwerter, vielleicht hat auch irgendein älterer Bekannter, älterer Bruder, Vater ein Machtwort gesprochen bei dir und dir gesagt, immer Mädchen oder Jung, pass mal auf, es geht hier um deine Stabilität. Du hast auch jemanden verdient, der Feuer, der Leidenschaft für dich hat. Es kann auch hier um solche Szenerien gehen. Aber ich fühle viel mehr, dass du selber dieser König der Schwerter bist an diesem 7. April und sagst, okay, wer schlägt hier immer die Brücken? Geht das noch weiter so? Wieso soll ich immer stets aufs Neue allein sein, weil die Gegenseite sich vielleicht nicht entscheiden kann? Ist ein No-Go, liebe Seele, lass das sein. Auf jeden Fall kann ich dir eins versprechen, was auch immer du dir wünschst im zwischenmenschlichen Bereich, du wirst es garantiert bekommen. Liebe Seele, ich wünsche dir einen grandiosen, schwertigen und feurigen Tag. Mach's gut!